Merhaba und auf Deutsch gesagt Hallo. Heute lernen wir gemeinsam das türkische Alphabet mit dir gemeinsam und fangen wir an. So, jetzt lernen wir gemeinsam die Buchstaben in der türkischen Sprache. Also harfler, ja, harfler bedeutet Buchstaben. Harfler, die lernen wir jetzt gemeinsam. Es gibt natürlich gemeinsame Buchstaben mit der deutschen Sprache und auch verschiedene Buchstaben. Zum Beispiel in der türkischen Sprache verwenden wir kein Ä, also A mit Umlaut haben wir nicht, kein X, kein scharfes S, kein W, also ich meine W, haben wir auch nicht. Ja, alles andere haben wir eigentlich auch in der türkischen Sprache, aber wir haben natürlich auch in der türkischen Sprache extra Buchstaben. In der türkischen Sprache haben wir 29 Buchstaben und die lernen wir jetzt gemeinsam mit dir. Fangen wir mal an. A. A. B. B. C. 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 Das ist ein extra Buchstabe, deshalb haben wir in der deutschen Sprache nicht. C. C. Es wird wie bei der Nietzsche, ja, ausgesprochen. C. D. D. E. 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 F. F. G. 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 Diese Buchstaben haben wir auch nicht in der deutschen Sprache. Yumuşakge. Yumuşakge, also ein so feines G, ja? Yumuşakge. He. He. Das haben wir auch in der deutschen Sprache nicht. Ö. Ohne Pünktchen, okay? Ö. Ö. Und dann auch natürlich mit Pünktchen. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. Ne. Ne. O. O. Ö. Ö. P. P. Re. Re. Se. Se. Diese Buchstaben haben wir auch in der deutschen Sprache nicht. Sche. Genauso wie bei SCH, ja, Schule. Sche. Sche. T. T.
Tee. So, das waren die 29 Buchstaben in der türkischen Sprache. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast und bis nächstes Mal. Tschüss!